Der Creality K1C kommt werkseitig mit Clipper, Moonraker und Creality OS. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Creality OS runterbekommt, dafür Mainsail oder Fluid installiert und natürlich auch CAMP installiert. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de. Ihr fragt euch jetzt das erste Mal sicherlich, ey, warum soll ich denn das überhaupt machen? Ich komme doch mit dem Creality OS ganz gut klar und der Drucker druckt für mich out of the box wunderbar und das ist eigentlich gar nicht nötig. Absolut, ihr braucht es nicht. Das ist kein Must-Have, das ist ein absolut optionales Feature, was ihr installieren könnt. Ich persönlich mag zum Beispiel mal Mainsail. Es gibt andere Leute, die mögen Fluid mehr. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach mit der Creality-Oberfläche so weit zurechtkommt, dass ihr sagt, okay, das reicht für mich vollkommen aus. Und das ist auch vollkommen fein. Ich möchte euch da nicht zu irgendwas überreden. Ihr müsst das Gerät nicht routen, aber ihr könnt es. Das ist das Schöne daran. Und das müsst ihr auch als erstes machen, dass ihr hier im Menü dann hingeht und sagt, okay, ich aktiviere den Root-Zugang. Vorsicht, da kann die Garantie natürlich von eurem Gerät flöten gehen. Ich habe schon im Review gesagt, ich würde mir wünschen, dass Creality einfach standardmäßig auf das Creality OS verzichtet, weil es halt ein paar Punkte hat, die nicht ganz so gut sind oder ein paar Funktionen hat, die einfach fehlen. Und dass man da standardmäßig einfach ein etwas eingeschränktes Mainsail draufpacken würde, was man dann selbst über die Web-Oberfläche aktivieren könnte. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht's weiter im Video. Nichtsdestotrotz, ich habe dann über das Helper-Skript, was ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke, das habe ich mir installiert, habe das Ganze gestartet und dann werdet ihr erstmal mit so einem schönen Screen begrüßt. Ihr müsst euch dann über SSH auf den Drucker einloggen und dann das Skript starten mit cd und sh.install.sh und dann werdet ihr mit so einem schönen Screen begrüßt, der aussieht wie bei Kiao. Den Clipper Install and Update Helper und da könnt ihr dann verschiedene Menüpunkte auswählen. Also Installation, Deinstallation, Customizen und. Da könnt ihr verschiedene Sachen installieren. Ich habe jetzt bei mir mich dazu entschieden, erst einmal unter Menüpunkt 2 mit Remove das Creality OS runterzuschmeißen. Ganz einfach deswegen, nicht weil ich es nicht mag, sondern weil ich den Port 80 gerne frei hätte und der wird nun mal durch das Creality OS blockiert. Und dann habe ich mir auf den Port 80 das Mainsail draufgepackt. Das heißt also, ich kann meine Web-Oberfläche hier beim K1C über Mainsail ansteuern. Ganz normal über Port 80. Ich brauche dann nicht mehr Doppelpunkt 4409, glaube ich war es, im Browser oben eingeben, sondern ich kann direkt einfach mit der IP-Adresse mich auf das Gerät, auf die Mainsail-Oberfläche einloggen. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Dann habe ich als nächstes erst einmal den Guppy-Screen installiert. Der Guppy-Screen ist ein Tool, mit dem ihr quasi noch mal ein bisschen mehr an Möglichkeiten habt, auf dem Display den Drucker zu steuern. Das heißt also, ihr könnt da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, ihr könnt euch den Druck besser angucken, ihr könnt drucken, extruden und retracten und alles drum und dran, könnt die Temperatur einfach einstellen, wie viel er extruden oder retracten soll, also in Länge an Filament. Das finde ich auch schon mal sehr löblich, weil vorher war das ja, glaube ich, so weit fest eingestellt. Jetzt habt ihr da so drei Punkte, wo ihr das einfach ein- und ausstellen könnt, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Länge er extrudieren soll und welcher Temperatur. Könnt ihr einfach da aus der Reihe einen Button auswählen, wie ihr es gerade haben wollt. Und das ist natürlich wunderbar. Das ist optisch nicht so schön wie so das Original von Creality, gebe ich auch zu, ja. Das sieht ein bisschen schicker aus, aber man hat da wesentlich mehr Funktionen. Unter anderem auch zum Beispiel mal, dass man die falschen XY-Input-Shaper-Werte, der K1C, genau wie der K1, gehen natürlich hin und messen das Input-Shaping nur auf der X-Achse hier oben in der Gantry und übertragen dann die Werte auf die Y-Achse. Das ist nicht korrekt und dafür gibt es dann auch ein Guppy-Screen, ein Hilfsmittel dafür. Das kann man auch separat installieren. Ich habe es jetzt mit Guppy-Screen zusammen gemacht, weil Guppy-Screen, wie gesagt, noch mal ein paar Features mehr hat. Und ich habe dann einfach über Guppy-Screen gesagt, okay, mess mir doch mal die X-Achse aus, mess mir doch noch mal die Y-Achse aus. Und wenn er beides separat gemessen hat, sage ich einfach speichern.
Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Ich würde mir wünschen, habe ich auch schon in einem Review gesagt, dass Creality einfach diese softwareseitige Änderung einfach einführt und bei der Initialisierung vom Drucker hingeht und erstmal die X-Achse misst, dann die Y-Achse misst und die Daten richtig in die Printer-Config schreibt. Momentan mit dem aktuellen Softwarestand, wo ich das Gerät bekommen habe, ist das leider noch nicht der Fall. Aber da könnt ihr halt mit dem Guppy-Screen oder mit diesem Input-Shaping-Tool dann entsprechend das Ganze korrigieren. Fände ich also soweit schon mal ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein Grund, warum man das installieren muss. Eigentlich. Ja, ist immer noch kein Muss. Der Drucker druckt out of the box wunderbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist mir wirklich die Kinder darunter gefallen. Ich habe viele Ergebnisse mit dem Drucker gehabt bisher, wo ich echt sage, boah, das sieht schon wirklich nice aus, aber es geht natürlich immer noch ein bisschen besser. Das nächste, was ich über das Helper-Skript installiert habe, war CAMP. Clipper Adaptive Meshing and Purging. Hört sich erstmal hochtrabend an, bedeutet aber im Prinzip nichts anderes. Ich habe hier auf dem Drucker, wie ihr sehen könnt, ein kleines Objekt. Und für dieses kleine Objekt macht es absolut gar keinen Sinn, das komplette Druckbett auszumessen, um dann einen kleinen Bereich davon im Druckbett zu bedrucken. Das bedeutet, mit dem CAMP kann ich hingehen, kann sagen, okay, ich muss nur noch den Bereich, wo das Druckobjekt drauf liegt und vielleicht noch einen kleinen Bereich drumherum einfach ausmessen, damit ich weiß, wie rum, schief, schepp oder buckelig das ganze Bett dort an der Stelle ist. Und das ist wirklich gut, weil das spart einem Zeit. Wenn er nämlich das ganze Druckbett abfahren muss, dann dauert das ein gutes Stück länger als bei so einem kleinen Teil. Und natürlich macht das dann absolut Sinn, sowas zu installieren. Ist ein No-Brainer, wenn man schon den Drucker geroutet hat und das Ganze installiert hat, ist das natürlich auch wichtig. Das Ganze findet man natürlich auch unter Punkt 1 installieren. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Was ich dann auch noch gemacht habe, weil ja hier Moonraker drauf ist, also quasi der Service, der nach außen kommuniziert für Clipper, da bin ich hingegangen und habe einfach mal für die Moonraker-Config Spoolman eingetragen. Das habe ich schon im Spoolman-Video gesagt, dass das ganz cool ist und habe dann nochmal die IP-Adresse von meinem Service eingetragen. Achtung hierbei, dass ihr die IP, dass ihr den Service von Spoolman und den Drucker auch im gleichen Netzwerk habt, ansonsten fliegt euch das Ding quasi um die Ohren. Nicht wortwörtlich gemeint, aber halt virtuell, dass ihr dann einfach keine Verbindung herstellen könnt. Das heißt also, Moonraker fragt die IP an, kriegt keine Antwort, läuft in Timeout-Error und dann schreibt ihr ins Log rein, ey, das funktioniert nicht und ihr wundert euch, warum ihr druckt und druckt und druckt und druckt und die Änderungen im Spoolman nicht ankommen und die Spule immer noch ein Kilo anzeigt, obwohl sie schon halb leer ist. Ja? Deswegen schaut drauf, dass die beiden Sachen im gleichen Netzwerk sind. Das ist natürlich sinnvoll. Und wenn ihr das richtig eingerichtet habt, dann poppt bei euch im Dashboard auch so ein kleines Modul unten auf. Und über das Modul könnt ihr dann natürlich eure Materialien, die ihr in Spoolman hinterlegt habt, auch auswählen. Und dann habt ihr eine wunderbare Filamentverwaltung, die ihr automatisiert einträgt, wenn ihr was gedruckt habt und wie viel davon weg ist. Das finde ich persönlich mega genial, weil ich sonst immer vergesse, dass ich neues Material nachbestellen muss. Oder ihr habt zum Beispiel mal noch eine Rolle da liegen, da ist vielleicht noch ein bisschen was drauf, aber ihr seid jetzt zu faul, um das Ganze zu wiegen. Braucht ihr nicht. Ihr habt am Anfang gesagt, okay, das ist eine volle Spule. Die Spule selbst an sich, wenn sie leer ist, wiegt, kommt zum Beispiel mal 250 Gramm. Und ihr habt ein Kilo Material auf der Spule drauf und ihr habt ein bisschen gedruckt. Und ihr wollt jetzt wissen, ob das Material, was noch auf der Spule übrig ist, ob das denn ausreicht, um das Projekt, was ihr drucken wollt, noch drucken könnt. Oder ob ihr nochmal neues Material nachbestellen müsst. Dafür ist das genial. Das finde ich echt super. Und das kann man hier auch drauf installieren. Da war ich ganz baff und ganz happy, weil bisher ging das nur bei, naja, ich sag mal so, beim Voron und sowas in Richtung und auch beim VZ-Bot, wo man das Ganze nativ mit Clipper entsprechend installiert hat. Finde ich echt super. Ihr habt natürlich auch über Mainsail und über Fluid dann die Möglichkeit, bei dem Drucker, wenn ihr das freigeschalten habt, euch auch mal die Printer-Config, die Moonraker-Config und alles anzuschauen und dann natürlich auch ein bisschen was zu ändern. Also sprich, früher hat man es so gemacht, dass man entsprechend die Input-Shaping-Werte manuell ausgemessen und dann manuell eingetragen hat in der Printer-Config. Ihr könnt aber auch sagen, okay, ich räume mal die Printer-Config auf. So wie ich es beim Voron 2.2 gemacht habe, dass ich mir eine eigene Konfigurationsdatei für die Stepper mache oder eine eigene Konfigurationsdatei mache für die Makros und die dann einfach nur in die Printer-Config importiere. Also über Include und dann Konfigurationsdateiname. Das ist auch super convenient, dass man das machen kann. Das ist halt, sind halt ein paar Features, die man als Pro-Nutzer oder als Power-User dann entsprechend nutzen kann, die ich sehr begrüße, weil es mir die Arbeit erleichtert und auch ein bisschen die Wartung von der Maschine erleichtert. Finde ich natürlich auch mega gut. Wer jetzt sagt, ich möchte gerne meinen Drucker aber übers Handy, wie jetzt hier mit meinem Graphene OS Handy,
gerne über die Ferne verfolgen, also ob der Drucker ordentlich funktioniert, wenn ihr unten auf der Couch sitzt oder dass ihr eine Spaghetti-Detection habt über Octo Everywhere oder Obiku. Das könnt ihr beides einbinden. Ihr könnt auch Mobile Raker einbinden und da habt ihr natürlich mit diesen Services auf jeden Fall ein paar Vorteile. Ihr könnt euch aber auch, da Moonraker drauf läuft, einen Discord-Bot oder aber auch einen Telegram-Bot einbinden. Das habe ich zum Beispiel mal gemacht. Das heißt, der Drucker ist fertig und schickt dann übers Internet an Telegram, an einen bestimmten Bot, mir eine Nachricht, ey, der Druck ist fertig, mit einem Bild, hat funktioniert. Oder wenn der Druck abgebrochen worden ist, schickt er mir eine Nachricht, ey, der Druck ist fehlgeschlagen. Und das habe ich natürlich auch für meine Patreonen im Discord eingebunden, dass die immer nachvollziehen können, welcher Druck ist jetzt gerade fertig geworden, welcher Drucker ist noch gerade am Drucken. Der Christoph ist da mittlerweile ganz dahinter, dass er sagt, ey, pass mal auf, hier, dein IG-11 ist fertig. Oder gestern Abend im Stream macht er so, ja, pass mal auf, dein MK4 ist fertig, räum den mal ab, ich will den nächsten Druck sehen. Das ist natürlich ganz praktisch und auch ganz cool. Ist natürlich alles nur Spielerei. Die Spaghetti-Detection oder die AI-Detection ist dann natürlich schon mal was Sinnvolles, dass ihr auf jeden Fall eine Nachricht bekommt, falls irgendwas mit dem Druck nicht stimmt. Das müsst ihr aber für euch entscheiden, ob ihr den Drucker in eine Cloud einbinden wollt oder nicht. Ich finde es halt schön, dass man optional die Möglichkeit hat zu sagen, ich bohre das Teil quasi auf von der Softwareseite her. Also ich muss es nicht in dem Standard Creality OS im Prinzip belassen, sondern ich kann auch sagen, ich bin Powernutzer, ich bohre es mir auf und nutze das Ding wirklich im vollen Ausmaß. Aber auch, wenn ihr jetzt noch gerade gar keine Ahnung habt von 3D-Drucken, gerade erst den ersten Drucker bekommt, vielleicht sogar ein K1C oder ein K1, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das Ding wunderbar zu nutzen mit den Standard-Tools, die an Bord sind. Und das ist zum Beispiel schon mal ziemlich nice, was Creality da an den Start gebracht hat. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und ein bisschen was gebracht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich natürlich auch tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an Creality, an PCBWay und vor allen Dingen an meine Patreonen, die mich immer zahlreicher unterstützen, auch auf YouTube, die Supporter. Und damit Hot in the Line, Happy Printing und ciao.